Hundebesitzer sind überzeugt, dass ihr Liebling sie versteht. Schließlich kennt er den Unterschied zwischen Gassi gehen und Leckerli. Doch bisher gab es dazu keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. In diesem Video verraten wir dir, was im Gehirn deines Hundes passiert, wenn du mit ihm sprichst. Für die Forschung haben die Wissenschaftler 12 Hunde untersucht. Die einzige Voraussetzung war, dass sie still im MRT liegen können. Zusätzlich trainierten Herrchen und Frauchen mit ihren Hunden so lange, bis diese die Namen zweier unterschiedlicher Objekte richtig zuordnen konnten. Die Objekte sollten sich hierbei deutlich in der Struktur unterscheiden, zum Beispiel ein Kuscheltier und ein Gummiball. Gelang die Zuordnung perfekt, folgte der entscheidende Aufgabenteil der Studie. Während die Hunde im MRT lagen, sprachen die Besitzer die gelernten Wörter aus und zeigten den Tieren das entsprechende Spielzeug. Im zweiten Durchgang hörten die Tiere ein Fantasiewort und dazu wurde ihnen ein unbekanntes Objekt gezeigt. Die ganze Zeit über wurde die Aktivität im Gehirn der Hunde aufgezeichnet. Das erstaunliche Ergebnis der Studie: Hörten die Vierbeiner das ihnen unbekannte Wort, wurden bestimmte Hirnregionen stärker aktiviert als bei den bereits bekannten Wörtern. Und das überraschte die Forscher, denn wir Menschen reagieren stärker auf Wörter, die wir kennen. Die Forscher denken, dass dies darauf hindeutet, dass die Hunde versuchten herauszufinden, was die neuartigen Wörter bedeuteten. Ein Grund kann sein, dass die Vierbeiner sich mehr bemühen, das neue Wort zu verstehen, um ihren Besitzern zu gefallen. Hunde verstehen uns also wirklich. Trotzdem ist Sprache für Hunde nicht die erste Wahl. Sie mögen lieber visuelle Hinweise oder Gerüche. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, was du niemals zu deinem Hund sagen solltest, dann schaue dir das Video an, was wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.